Hey, hallo und herzlich willkommen bei Aufgeträumt. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Im heutigen Vlog nehme ich dich etwas mit durch mein Wochenende und was wir da so alles gemacht haben, siehst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hiermit dann auch einmal ein herzliches Willkommen, so ganz von mir. Wie ihr gesehen habt, waren wir schon auf dem Erdbeerfeld und haben lecker Erdbeeren gepflückt. Da gibt es dann bestimmt ein paar Leckereien. Es war viel los. Eigentlich hatten wir gedacht, wir nehmen euch dieses Wochenende ein bisschen mit. Wir hatten viel geplant. Wir wollten heute direkt nach dem Erdbeerfeld einmal Stand-up paddeln gehen. Das Wetter sagt jetzt aber eher so: nein, excuse me. Ja, aber vielleicht machen wir trotzdem irgendwas Interessantes und nehm dich dabei ein bisschen mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Vlog. Unsere heutige Ausbeute. Also ihr Lieben, Essen ist fertig. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich bin schon wieder fast ein bisschen grantig, weil ich so hungrig bin. Und wir schauen dabei jetzt eine Runde Working Moms. Schreibt mal gerne eure Serienempfehlungen in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, die ist nämlich bald vorbei und wir sind für Empfehlungen dankbar. Hey, hallo von mir und meinen Pollen. Robin ist gerade tanken. Mein Sprit kostet aktuell 1,91. Das ist ja ein richtiges Schnäppchen. Dann haben wir gedacht, wir tanken gleich. Der holt sich noch ein bisschen Tabak, weil er sonst keine Zigaretten mehr hat. Und dann fahren wir noch mal auf ein kleines Fest bei uns in der Ortschaft. Da ist heute italienische Nacht und mal schauen, was es dort zu essen gibt. Ich hoffe ja sehr auf ein bisschen was Süßes. Ja, wir werden sehen. Aus der Lautstärkefabrik. Wir pumpen gerade ein Stand-up-Paddel auf, weil wir faule Leute sind, haben wir uns so einen Teil für das Auto geholt. Wie heißt das? Eine Sub-Pumpe fürs Auto, wie auch immer das ist. Ist auf jeden Fall praktisch, weil sonst waren wir immer schon tot, bevor man überhaupt losgefahren ist. Ja, und dann geht es jetzt gleich an den See. Ich freue mich sehr.
wir waren gerade noch bei dem Fest unserer Nachbarn und da haben wir uns einen leckeren Grillteller geholt. Er sieht fantastisch aus und den lassen wir uns jetzt schmecken. Heute ist ein offensichtlich sehr reichhaltiger Essensvlog dabei. Nomi! Unser Dessert, ich schätze mal, deins ist Maulwurfkuchen und eins ist mit Erdbeeren. Mein Erlebnis vom See erzählen, wo ich mich frage, ob ich eigentlich sozial inkompetent bin oder ob die Leute einfach so blöd sind. Also folgende Situation, ihr habt ja gesehen, wo wir quasi unser Boot aufgeblasen haben oder aufgepumpt haben. Und es war quasi vor einer Feldeinfahrt. Also uns ist bewusst, dass man da nicht parken darf. Aber das ist quasi die Ein- und Ausladezone für jeden, der oder für die meisten, die zum See fahren. Gerade mit so schweren Sachen wie Stand-Up-Paddles. So, ich bin schon ganz außer Atem. So, und wir haben da ja unser Stand-Up-Paddle aufgepustet und ich habe es halt runtergetragen. Und währenddessen ist dann der Besitzer von der Wiese eben quasi dorthin gefahren und hat Robin sehr pumpig angesprochen, wie lange denn der Scheiß noch dauert quasi und ob er denn dann wegfährt. Robin ist da ja eiskalt, der hat dann halt einfach gesagt, ja, dauert noch wenig, ich habe noch ein weiteres Stand-Up-Paddle zum Aufpumpen. Aber nicht, weil er jetzt böse und gemein ist, sondern hätte er ihn ordentlich gefragt, dann wäre er auch weggefahren, gar kein Ding. Aber er hat ihn halt direkt angemeckert und deswegen ist Robin da halt total stur geblieben. Und ich bin da aber so ein Mensch, ich ertrage das ja gar nicht, ne? Der Grizzly ist jetzt vor der Haustür. Ich ertrage das ja gar nicht. Ich will so Konfrontationen eigentlich total gerne immer aus dem Weg gehen und habe dann gesagt, ja Schatz, lass doch, ist doch egal, wir können doch einfach später das aufpumpen oder wir laufen oder wie auch immer. Und der Robin ist da richtig stur, ne? Der hat gesagt, nee, hätte der mich gescheit gefragt, dann wäre ich auch weggefahren, kein Thema. Aber der hat mich angepumpt, also mache ich es jetzt extra. Ach, das war mir so krass unangenehm. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seid. Seid ihr dann auch auf Konfrontation? Oder seid ihr eher so wie ich und sagt, ja komm, dann scheiß drauf, dann fahre ich jetzt weg und ja, lasst es. Ich meine, uns ist bewusst, wir standen falsch, wir haben den Fehler gemacht, ohne Frage. Aber trotzdem finde ich irgendwie, der Ton macht die Musik. Wie seht ihr das? Und mit dieser Frage würde ich mich dann tatsächlich auch verabschieden. Wir gehen jetzt noch eine Runde baden und dann vermutlich auch demnächst ins Bett und schauen noch einen Film. Ich wünsche euch eine schöne Woche, weil ihr seht das Video ja am Mittwoch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen lieben Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne den Kanal. Um keins meiner Videos zu verpassen, ist selbstverständlich kostenfrei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, eure Laura von Aufgeträumt.